Mein Name ist Rolf Remgen. Ich bin der Leiter des Sea Survival Center Cuxhaven. Ja, warum macht man sowas? Habe ich eine sehr lange Bundeswehrdienstzeit von 35 Jahren hinter mir gehabt, wo ich sehr viel gelernt habe, auch mit den fliegenden Besatzungen umzugehen im Sea Survival Training. Und ich habe mich dann 2004, weil ich mich einfach zu jung gefühlt habe, nochmal selbstständig gemacht und habe dann das Sea Survival Center gegründet. Unfälle passieren überall, passieren tagtäglich. Und draußen auf See passieren auch Unfälle. Und je mehr Leute wir da rausbringen, je höher ist unsere Sorgfaltspflicht. Und wir müssen gucken, dass die Leute da draußen, wenn sie rausgehen, ihre Arbeit verrichten, auch wieder schön sauber zurückkommen zu ihren Familien. Die Teilnehmer kommen mit sehr viel Respekt hierher. Und unser Ziel ist es, ihnen den Respekt zu lassen, aber auch eine gewisse Vertrautheit in das geben, was sie bei uns lernen. Das ist eben an Land, wenn sie ihnen da was passiert, innerhalb von wenigen Minuten die Rettungskräfte da sind. Und da draußen dauert es eben etwas länger. Und deswegen mache ich das, weil ich den anderen behilflich sein will, ihre Probleme, die eventuell bestehen, zu bewältigen.